Bonjour, liebe Whisky-Freunde. Heute geht es für mich das erste Mal nach Frankreich. Und zwar zur Distillerie Armorique. Ja, ihr habt vielleicht gerade schon so ein bisschen bemerkt, Französisch ist jetzt nicht so meine Sprache. Habe ich nie in der Schule gehabt. Das Einzige, was ich kann, ist Bonjour. Au revoir und ich glaube Arthur est un perroquet, das habe ich damals mal gehört. Ja, ich habe hier einen Armorique Small Batch pour l'Allemand, ich hoffe so spricht man das aus, 48 Umdrehungen. Den habe ich vom Alexander von Whisky Café bekommen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Für mich super interessant, da ich noch nie einen Armorique im Glas hatte, geschweige denn überhaupt einen französischen Whisky. Ja, und deshalb würde ich sagen, tun wir ihn einfach mal direkt ins Glas. Ich habe, weil ich ihn so bekommen habe, nicht nachgeguckt, wie teuer er ist. Ich habe lediglich mal geguckt, ob ich rausfinde, in welchen Fässern er war. Das war nicht der Fall, aber ich habe gelesen, er soll rauchig sein. Und ja, nur für Deutschland abgefüllt. Und ungefärbt soll er auch sein. Und ich finde, ja, ganz ordentlich, ja, schon leicht Apfelsaft, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, wie er sich in der Nase macht. Mein erster französischer Whisky. Ja, ich habe Rauch, aber auch direkt eine birnige Note. Ja, so Zitrusfrüchte. Aber diese Birne, die überstrahlt echt alles. Wahnsinn. Der Rauch, sehr, sehr dezent. Gar nicht so aufdringlich. Also ich habe vorhin schon mal so an ihm gerochen. Ich habe mal das Fläschchen aufgemacht. Und da kam der Rauch mir doch ein bisschen intensiver vor. Aber jetzt habe ich ihn auch nicht mehr ganz stark in der Nase. Ich muss gestehen, ich habe, das ist ja heute der zweite Whisky, den ich heute hier verkoste. Und davor hatte ich schon einen Laphroaig. Vielleicht hat der so ein bisschen das geregelt und macht den hier jetzt nicht mehr so intensiv. Obwohl, ein bisschen habe ich doch schon noch in der Nase. Aber schön diese Fruchtigkeit. Ich würde schon fast sagen, da war frische Weißeiche im Spiel. Den Geruch, den hatte ich schon so mal bei so einer Probe. Sehr schön. Auch diese Zitrusnote finde ich echt gelungen hier drin. Den hätte ich nicht nach Frankreich verordnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn mir einer gesagt hätte, jo, 6, 7, 8 Jahre alter Schotte, gesagt, passt. Interessantes Teil. Vor allem mit der Fruchtigkeit. Ansonsten, Alkohol spüre ich nicht in der Nase, die 48 Umdrehungen. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr gelungen. Sehr angenehm wirkt da, sehr weich. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal. Slanche. Boah, ist der süß. Süß, süß, süß. Dann schöne Eiche, sehr, sehr schön eingebunden, nicht holzig. Der Alkohol bitzelt ein bisschen auf der Zunge, aber sehr angenehm. So ein bisschen was von weißem Pfeffer. Leichte Cremigkeit. Jetzt habe ich auch noch so ein bisschen was Nussiges, so ein bisschen Erdnuss. Ich überlege gerade, manchmal hat man das ja so bei deutschen Whiskys, dass man so eine Käsigkeit hat. Habe ich hier, muss ich sagen, ehrlich gestehen, gar nicht. Also, das ist Whisky. Also der deutsche Whisky ist ja immer so ein bisschen verrufen, so nach dem Motto, oh nee, es sind Obstbrennblasen gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Armorique aussieht, kann ich euch leider nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt mir gerne in die Kommentare. Aber der ist echt toll gelungen. Abgang relativ ja, unspektakulär, bleibt noch die Eichenfracht zurück. Aber vom Mundgefühl her, also wenn man so ein bisschen was Süßeres mag, finde ich den unheimlich gut gelungen. Ja, der hat schon ein bisschen was zu bieten. Vielleicht auch nicht der komplexere seiner Art, aber schön.
Ich nehme nochmal eine zweite Nase. Ja, jetzt kommt vielmehr auch noch die Eiche durch. Eine Trockenheit hat er auch noch. Ein bisschen wie so ein Weißwein schon, so die Säure. Habe ich in der Nase. Bin ich mal gespannt, wie er sich beim zweiten Schluck macht. Das Longchip. Weich, cremig. Der Rauch bleibt ganz leicht im Mund. Zurück ist sehr, sehr angenehm. Ich merke ihn jetzt kaum noch. Schon fast so ein bisschen buttrig. Und dann kommt halt diese weiße Pfeffernote. Sehr, sehr gut gelungen. Ich finde ihn durchaus gelungen. Hat mich überzeugt. Nicht ganz so komplex. Wahrscheinlich auch noch nicht ganz so alt, aber macht durchaus Spaß. Also könnte ich mir echt überlegen, mal so eine große Flasche zu holen. Dafür, ja, für einen französischen Whisky, top. Also er kriegt nicht den Daumen ganz nach oben, aber so einen mittleren Daumen und 2 Minus würde ich ihm schon ganz gern geben. 2er-Bereich ist er eindeutig, schlägt nicht nach oben hin aus, aber sehr gut trinkbar. Schön auch, ja, nicht vielleicht als erster Whisky des Abends, aber so zweiter, dritter, wenn ihr mal so ein Tasting macht und ihr wollt so Europa-Tasting machen mit deutschem Whisky, französischem Whisky, ich weiß nicht, holländischem Whisky, Schweizer Whisky vielleicht noch. Ja, so an dritter Stelle würde ich den schon hinpacken. Also der bietet genug, um mir als, ich sag mal jetzt nicht Experten, aber nicht mehr ganz Laie, schon noch ein paar neue beziehungsweise leckere Eindrücke zu bieten. Das muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Danke, Alexander. Ja, das soll es von mir gewesen sein heute. Für mich sehr interessanter Ausflug nach Frankreich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch oder ein Abo. Würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten alles Gute und bis demnächst. Euer Whisky-Tim.